Servus, liebe Bierfreunde. Erstes Biervideo auf Korsika. Familienurlaub auf der großen französischen oder Insel der Korsen. Wir sind in Propriano, das liegt an der Südküste. Hingefahren sind wir über Bastia mit der Fähre von Livorno, Italien, nach Bastia und dann oben rüber über Il Rus, Calvi nach Porto an die Westküste. Dieser Küstenabschnitt steht ja unter UNESCO Weltkulturerbe, Naturerbe. Also wirklich eine sehr traumhafte Steilküste mit schönen Badebuchten. Und jetzt sind wir in Porto, Sandstrand. Und ja, vor mir stehen ein paar französische, korsische Biere sogar. Kraftbiere. Und zwar Jean La, das kennt man ja. Was man nicht kennen durfte in Deutschland, ist hier Lutina, Ambria, Bier Artisanal. Das kommt also aus Korsika. Bière de garder de fermentation haute, also top fermentation, also obergärig. Naturellement pétillante, das verstehe ich nicht, pétillante, was das heißt, et non pasteurisé. A déguster avec modération entre 8 et 10 Celsius. Ingrédients, malt, eau, houblon. Levure kenne ich nicht, ist ja vielleicht Hefe gemeint, das weiß ich nicht. Und das kommt aus Lutina, also das ist Mise en Bouteille en Corse par Brasserie Artisanale Lutina. Das ist Ambria, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wie das geschmeckt hat. Sehr gut geschmeckt hat mir das von Lutina, das ist Au Arôme Naturel de Myrte, mit Myrtenaroma. Das fand ich also ganz, ganz toll. Der Myrtengeschmack ist sehr dezent eingesetzt, also sticht eigentlich penetrant also in die Nase oder übertüncht alles, sondern das ist sehr wohl dosiert. Das hier hat mir auch gut geschmeckt, Bière Blanche de Corse. Das ist Au Arôme de Marquis, also da sind auch Kräuter drin, auch das fand ich sehr gut. Das hat eigentlich ähnlich geschmeckt wie das andere, dürfte wahrscheinlich auch Myrte drin sein. Ja, zu dem Bier hier, Colomba, da sieht man eine rassige, dunkelhaarige Frau drauf und das ist die Colomba. Colomba wird auch die blutrünstige Colomba genannt. Auf Korsika herrschte ja auch zwischen den Clans Vendetta im 19. oder 18. Jahrhundert und da lese ich jetzt was aus unserem Reiseführer vor. Also das ist diese Dame hier. Morde sollen etliche auf ihr Konto gehen. So wird erzählt, dass Colomba am Fenster sitzend einen ihrer Gegner ersperrte und, ohne ihr Kind von der Brust abzusetzen, zum Karabiner griff und den Mann durchs halb geöffnete Fenster erschoss. Jedoch, das Gastrecht war ihr heilig und deshalb erschoss sie den Sohn des mit ihrer Familie verfeindeten Bürgermeisters erst, nachdem er aus dem Haus ins Freie getreten war. Selbst bei ihrer Hochzeit soll sie sich mit Gewehren behängt und ein Stilett unter den Schal geschoben haben. Ihre Votcherie, improvisierte Klagegesänge vor den aufgebahrten Ermordeten sollen so berauschend schön gewesen sein, dass selbst die Mörder an den Türen lauschten. Zahlreiche Geschichten ranken sich um die berühmte Frau, die 1861 im Alter von 96 Jahren in Olmetto eines natürlichen Todes starb. Prosper Mérimée hat ihr mit seinem 1840 erschienenen Roman Colomba ein literarisches Denkmal gesetzt. Tja, also, da hat also dieses korsische Bier hier eine blutrünstige Vendetta praktizierende Frau auf dem Etikett. Ja, ansonsten gönne ich mir jetzt noch mein Jean La Ambré. Im Supermarkt gibt es noch belgische Biere, Leffe habe ich glaube ich gesehen, Biere aus dem Elsass und Heineken. Also es ist Bierangebot ist überschaubar, die Auswahl an Wein ist größer, aber immerhin Kraftbier gibt es auch im Weinland Frankreich bzw. Korsika. Ciao!